Ja, meine Lieben, und willkommen auf meinem leckeren Kanal. Ja, ich bin umgezogen, deshalb gab es in den letzten paar Wochen auch nicht so viele Videos, weil es einfach eine Menge zu tun gab und immer noch gibt. Aber ab jetzt begrüße ich euch dann aus meinem neuen Zuhause. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, heute machen wir gebackene Bananen. Ich esse sie sehr, sehr gerne und die gibt es ja überall und in jedem China-Restaurant. Allerdings sind diese gebackene Banane keine traditionelle chinesische Süßspeise, sondern diese kommen eher aus Malaysia und Indonesien. Aber ich finde sie so lecker und ich könnte sie essen, bis ich platze. Und im Video zeige ich euch jetzt, wie man sie eben ganz einfach selber zu Hause machen kann. Viel Spaß! Das sind alle Zutaten, die ihr dafür braucht. Für die Veganer unter uns könnt ihr einfach das Ei weglassen und den Honig durch Agavendicksaft ersetzen. Wir fangen damit an, die Bananen zuerst zu schälen und dann schneidet ihr sie in gleichmäßig große Stücke. Eine normal große Banane könnt ihr in 6 Stücke teilen. Das Mehl habe ich schon in eine Schüssel getan. Und dazu kommt noch einen Esslöffel Zucker, eine Prise Salz, einen Teelöffel Backpulver, ein Ei, etwas Wasser. Wenn ihr merkt, dass die Mischung zu trocken ist, könnt ihr noch ein bisschen Wasser nachgeben. Dann verrührt ihr das Ganze miteinander, bis es zu einer dickflüssigen Masse wird. Dann ist unser Teig fertig. Jetzt müsst ihr nur noch die Bananenstücke in den Teig tunken, überall gut mit dem Teig verdecken und ab in die Fritteuse. Diese habe ich auf 180 Grad warm gestellt. Wenn ihr keine Fritteuse habt, könnt ihr einfach einen Topf mit Öl nehmen. Die Bananenstücke werden in Öl so lange frittiert, bis sie goldbraun sind. Dann könnt ihr sie auch schon rausholen. Ich lege darunter immer Küchenpapier, damit das Fett aufsaugt. Dann sind sie auch schon verzehrfertig. Aber Achtung, lasst sie vorher unbedingt ein wenig abkühlen, sonst verbrennt ihr euch den Mund. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Zum Schluss kommt natürlich noch der Honig drauf. In den Restaurants verdünnen sie es oft noch mit Wasser, aber ich mag den lieber unverdünnt. Die sehen so lecker aus. Mmh, yum yum. Also gebackene Banane könnte ich bis zu 6 Stück essen. Alles drüber wird schon wieder gefährlich. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts Leckeres mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!